Angeführt von Armeechef General Juan José Zuniga und dem ehemaligen Vizeadmiral der Marine Juan Anés Salvador haben gepanzerte Fahrzeuge und Truppen am Mittwoch versucht, den bolivianischen Präsidentenpalast zu stürmen. Señor Zúñiga, el señor Arnés y las otras personas que han planificado y han conspirado para intentar cometer un golpe de Estado en nuestro país han perdido toda la credibilidad. Son personas que nadie les cree que lo que estaban haciendo, por lo menos el señor Zúñiga, los medios de comunicación, era tratar de conseguir un apoyo popular. Nachdem sich die Unruhen gelegt hatten, hielt der linke bolivianische Präsident Luis Arce auf dem Balkon des Präsidentenpalastes eine Ansprache. Niemand kann uns die Demokratie wegnehmen, die wir an den Wahlen und auf den Straßen mit dem Blut des Volkes gewonnen haben, sagte er.